Willkommen zum letzten Part Mario Kart 8 Deluxe. Heute schauen wir uns den Schlachtmodus an mit den 5 verschiedenen Modi, die dieser beinhaltet. Wir spielen mit Luigi und meinem Standard-Bike. Na, wo haben wir's? Da, mit den Slick-Reifen und den Wolkenballons. Wir spielen Zufallsschlacht, das heißt alle 5 einmal durch. Das ist, glaube ich, so voreingestellt, dass es so ist. Hoffentlich. Ohne Teams. Ich würde sagen, mit Standard-Items. 3 Minuten Rundendauern. Ganz normalen Computergegnern. Gegnern mit allen Fahrzeugen. Die Strecke mache ich auf Zufall. Und wir spielen die 5 Runden für die 5 Modi. Ich bin mal gespannt, wie schnell dann vor allem Räuber und Gendarm geht, weil es eben nicht an diese 3 Minuten gebunden ist. Aber ich hoffe, das wird nicht ganz so nervig. Räuber und Gendarme, fangen wir auch gleich an. Auf der Map Mondkolonie habe ich erst einmal gespielt und ich mag die nicht so wirklich. Ich weiß nicht, die gefällt mir irgendwie nicht. Genauso wie der Modus. Ach doch, stimmt, Räuber und Gendarme ist doch an die 3 Minuten gebunden. Kann aber auch kürzer ausfallen, so ist das. Ich mag den Modus hier echt überhaupt nicht. Vor allem nicht mit Computern, weil das da wenig Sinn macht. Da, wenn man gefangen ist, ja genau, man erstmal nichts machen kann, bis die überaus intelligenten Computergegner uns befreien. Aber das passiert eh nie. Na, wobei, wenn der Inkling jetzt so intelligent ist, oder König Buhu, ja, dann passt es doch. Nur ich sollte mir halt jetzt Items mal langsam besorgen. So, Feuerblume. Dann kann ich... Fuck. Wenig ausrichten. Höchstens die Piranha kurzzeitig betäuben. Oh, scheiße, das ist Tanuki Mario. Jo, und Baby Peach. Ist wirklich ein bisschen unfair, dass man als Jäger nicht direkt die Gegner hitten muss, sondern halt nur an denen vorbeifahren muss. Das macht den Spielmodus langweilig. Man sollte halt wirklich so den Modus einrichten. Perfekt. Dass man als Räuber so wegfahren kann, wie man möchte. Und mit den Items die Piranha-Pflanze der Polizisten oder Gendarmen halt so für eine halbe Minute oder so beseitigt. Das wäre ganz lustig. Denn dann könnte man auch was gegen diese Piranhas machen. Dass sie einen nicht nur immer so fressen müssen. Ich weiß... Ich laber ein bisschen scheiße und ich bin scheiße in dem Modus, ne? Ja. Ich laber scheiße und bin scheiße. Naja, 1 Minute 17 müssen wir noch aushalten und Inkling oder Bowser, helft er mal kurz. Ja, danke. Und man hat halt als Gendarm kaum eine Chance, vor allem wenn man sozusagen gespawntrapped schon fast wird. Boah, die können sich da halt direkt hinstellen, als ob da 2 von denen sind. Und der mich verfolgt. Hilfe. Ich mag diesen Modus wirklich überhaupt nicht. Und ich weiß auch nicht, was ich labern soll dabei. Ich kann mit den anderen Modi deutlich mehr anfangen. So, du verpiss dich jetzt. Als ob! Es ist so lächerlich. Ich treffe den, will ihn kurz betäuben, damit er nichts machen kann. Und was passiert? Er frisst... mich einfach. Natürlich. Man kann wirklich voll was machen. Als ob die CPUs so blöd sind. Naja. Ich kann mit diesem Modus nichts anfangen. Vor allem, es bekommen immer 6 Leute plus 10 und die anderen 0. Das ist so ein Schwachsinn. Also wirklich, das ist ein scheiß Modi. Besser finde ich ja schon Insignien-Diebstahl. Wobei es mit 12 Spielern richtig schwierig wird, glaube ich. Man muss die Insignie für 20 Zeiteinheiten halten. Und die Zeiteinheiten sind keine Sekunden. Läuft? Wieso ist die Insignie nicht in der Mitte, sondern einfach bei den CPUs, dass ich die überhaupt nicht bekommen kann am Anfang? Läuft auf jeden Fall. Und wieso rutscht man so ekelhaft? So, getroffen und dann gibt die Insignie her. Ich
Ich weiß, dass der Inkling vor mir ist, aber der hat kein Item. Jetzt hat er eins. Okay. Wieder ist auch Bowser. Der hat ja bisher sonst den Rekord. Nee, ich bin bei 14. Zeit anhalten und da wurde ich getroffen. Okay, passt, aber. Und als ob die anderen CPUs so lange gebraucht haben dafür, um diese scheiß Insignie zu schnappen. Krieg ich eine Panzer? Ja, perfekt. Und jetzt schnell hinter Rosa Gold Peach her. Meine Fresse, ihr seid echt so blöd, ihr CPUs. Na, wird auch nicht getroffen. Aber mit einem Pilz kann man halt die Insignie direkt übernehmen. Außer natürlich, da sind alle gleichzeitig auf einem Punkt. Und boah, man rutscht so ekelhaft im Battle-Modus. Das ist nicht lustig. Da kann man sich nicht so gut auf eine Stelle bewegen. Ist die gerade mit der Insignie einfach bei mir lang gesprungen? Das ist sogar ein R. King Buu hat ihn gerade. Okay. Und die CPUs sind natürlich nicht so schlau, die mal hinterher zu fahren, ne? Nein, das wäre ja halbwegs intelligent. Oh, du Hurensohn. Gib mir die Insignie. Irgendwie ganz schön chaotisch gerade. Okay, jetzt habe ich sie wieder. Bin bei 13 Zeiteinheiten. Aber da kommt schon wieder der nächste CPU. Und rammt mich. Und kriegt damit die Insignie. Meine Fresse. Wieso werfen die Gegner so viele Bob-Oms, aber nie auf CPUs? So, immer nur auf den Spieler. Ja, klar. Ich dachte gerade schon, die hat jetzt einen Stern gekriegt, während sie die Insignie hat. Was für eine Karawane hier gerade hinterherfährt. Ja, genau. Inkling. Sei nicht so blöd. Und Bowser hat mich natürlich kriegt er die. Hat mich natürlich mit der Piranha erst gehittet, damit ich die Insignie nicht bekomme. Mhm. Meine Fresse, ist das ein Chaos hier. Dieser Modus ist ein bisschen seltsam. Okay, wie viele Zeiteinheiten noch? 11. Bisher führe ich noch. Als ob der einen Pilz hatte! Als ob. Genau. Und als ob da wieder einer durch den Insignie direkt fährt. Meine Fresse, ist das ein Trubel. Und ich hatte Glück. 8, 7, 5, 4, 3. Ich gehe jetzt hier einfach runter. 2, 1. Yes. Also wenn man nicht in der Nähe von CPUs ist mit der Insignie, dann ist dieser Modus wirklich leicht zu gewinnen. Aber wenn man halt in der Nähe von denen ist, dann ist es schwierig. Und Insignien-Diebstahl ist nicht an die Zeit geknüpft. So war das. Ein sehr spezieller Modus. So, und jetzt spielen wir Bob-Omb-Wurf. Das ist mit meinem Lieblingsmodus, würde ich wohl sagen. Der relativ leicht ist. Töte deine Gegner. Mit Hilfe von Bomben. Wobei ich es besser fände, wenn in den Itemboxen da Bob-Omb-Zeichen drin wären. Wie in Mario Kart Double Dash, da kommt der Modus her, auch. Wobei er da anders funktioniert hat. Damals musste man noch 3 additionale Punkte machen. Also wenn man sich treffen hat lassen, dann hat man einen Punkt verloren. Trifft man Gegner, hat man einen Punkt bekommen. So leicht. Und man konnte damals ja auch noch taktieren mit 2 Charakteren. So, Shy Guy habe ich getroffen. Wurde dann selber getroffen. Und noch ein Bowser habe ich getroffen. Perfekt. So, ich möchte mich ganz gerne hier noch auf 4 Ballons halten. Dann würde das schon passen. Aber mit 3 Punkten bin ich aktuell führender. Ist da keiner hinter mir her gewesen? Nee. Also diese Map hier mag ich übrigens. Die ist gar nicht so schlecht. Auch wenn sie mich immer an meine Hassstrecke erinnert. Ich lege ganz gerne immer Minen hin. Dann fährt da meistens sogar ein CPU rein, weil die sind nicht gerade intelligent. Als ob der Inkling schon von jemandem angetroffen wurde, ja klar. Und die wieder alle nicht in meine Bombenminen reinfahren. Du bist intelligent, auf jeden Fall. Hinter mir. Aber die fahren jetzt echt nicht in die Minen mehr rein.
Also wenn ich gegen CPUs sonst spiele, die fahren immer in die Mine rein. Und auch online, aber... Tja. So sind sie halt, die Intelligenzbolzen. Und wieso explodiert die so schnell bei anderen? Yoshi? Nein. Du triffst mich nicht, Yoshi. Nee, nee, nee. Ich weiß, dass mein Commentary wieder on point ist. Das ist total eigentlich lang... Weil es gebrabbel ist, natürlich. Natürlich fahre ich direkt in die Mine rein, weil ich da nichts machen konnte mehr. Du brauchst gar nicht versuchen abzustauben. Kriegt man jetzt nicht sogar... Genau, jetzt kriegt man immer zwei Bomben pro Itemkasten, zumindest aus manchen in der letzten Minute. Das... Fuck, wert mehr. Macht das Spiel auch nochmal ein bisschen interessanter. Jetzt, vor allem hier in der Mitte, kriegt man immer sechs Bomben. Komm, ich mache jetzt hier einfach sowas. Irgendjemand wird's schon treffen. Danke, Metall Mario. Wie viel kriegt man Abzug? Ja, klar! Ich hätte noch 8 Punkte oder so. Wieso kriegt man so viel Abzug? Ich dachte jetzt 3 oder 2 Punkte. Nee, kriegst direkt alles abgezockt. Natürlich. Voll fair. Tanuki Mario? Tanuki Mario? Lass dich treffen, danke. So. Und Yoshi ist down. Damit bin ich wieder Platz 1. Okay. Knochen-Bowser kommt noch eben her, oder? Ich mache halt einen Allah-Akbar-Anschlag. Tja, dann passt's. 28 Punkte in der Skala. Damit bin ich aktueller Platz 1. Und wir haben erst 3 Mui abgeschlossen und sind schon 12 Minuten knapp rum. Wow, läuft. Als nächstes spielen wir... Münzenjäger auf der 3DS Wuhu-Stadt. Ich hätte lieber die Wuhu-Strecken im Spiel gehabt. Weil die Wuhu-Stadt als Battle-Strecke ist nicht so ganz geil. Aber passt schon. So, in diesem Modus muss man einfach Coins sammeln und Gegner erwischen, um halt die Coins von denen zu bekommen. Das war's. Man kann es entweder komplett defensiv spielen, also sammeln, sammeln, sammeln. Oder man geht halt darauf, möglichst viele Gegner zu killen. So, in der Mitte sind natürlich immer die meisten Coins, da sind aber auch logischerweise die meisten CPUs. Hallo Bowser, du hast eine Bombe. Ich mag dich nicht. So, man kann mit der Karte arbeiten, um die Coins zu finden. Das heißt, hier war eine, bis Baby Peach da war. Und hier vorne links wird auch eine sein, genau. So, ich spiele in der Regel so lange defensiv, bis ich 10 Coins habe. Und mich jemand überholt und dann... Ja. Ja! Ja, ich komme gleich! Yay, Mittagessen. Spaß. Das bedeutet, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Fuck. Aber ich kann die Zeit nicht beeinflussen, wie die runterläuft. Ein bisschen scheiße. Egal. So, ich spiele, wie gesagt, so lange defensiv, bis ich 10 Coins habe. Und dann gehe ich auf diejenigen, die mich überholen. Auf der Coinskala. So. In der Mitte sind wieder ganz schön viele Coins, aber ich traue mich nicht so wirklich in die Mitte rein. Das hat nämlich immer den Nachteil, dass man da relativ viele Coins verliert, vor allem wenn man getroffen wird. Okay. In Mario Kart 7 konnte man ja nur 10 Coins tragen, das fand ich immer scheiße. Ne? Wer es kennt. Und jetzt muss ich leise sein und nach Möglichkeit so schnell wie es geht nach oben essen gehen. Ja, ich sitze im Keller. Wer es nicht wusste. Ich nehme immer im Keller auf. So, nein! Oh, Inkling. Muss das sein? Dass du mir die Coins wegschnappst? Und noch eine Minute. Okay, ich wurde bisher noch nicht getroffen, das ist gut. Und deswegen führe ich auch noch. Hier oben sind noch 2 Coins. Die nehme ich doch, glaube ich, mal mit. Und hier vorne wird mich hoffentlich auch keiner treffen. Ah, man muss dafür aber so runterfahren, so eklig. Scheiße. Und ich hasse Bumeränge. Da kannst du nämlich doch so viel Schutz haben, wie du willst. Du wirst trotzdem irgendwann getroffen. Pilz bringt mir nichts. Gib mir was zum Verteidigen. Ja, sehr schön. Triple Green Shell. Ja, ich save jetzt hier die Coins. Das meine ich. Das meine ich. Du kannst nichts gegen Bumeränge machen. Ja, klar.
Es ist so glücksabhängig, ob du damit getroffen wirst oder nicht nach einer Zeit. Genau. Und natürlich, natürlich, in den letzten Sekunden werde ich getroffen. Versteht sich ja von selber. Damit ich dann auch nichts mehr aufholen kann. Geil. So geht das auf jeden Fall. Egal, mir fehlt nur ein Punkt und ich bin mit 10 Punkten in Führung. Das bedeutet, jetzt in Ballonbalgerei sollte eigentlich nichts passieren. Jedenfalls, solange ich nicht brutals abkacke. So, SNES Kampfkurs 1 ist die Map. Und damit haben wir auch den Großteil der Maps gesehen. Ballonschlacht, relativ einfach. Ballon, genau. Wer kennt nicht die Ballonschlacht? Man muss so viele gegnerische Ballons zerstören, wie es nur geht mit Items. So, ich halte mich jetzt hier mal oben. Ja, natürlich, natürlich, Tanuki Mari. Das finde ich so lächerlich, dass die CPUs so gut eingestellt sind. Ja, man muss eben so viele gegnerische Ballons zerstören, wie es nur irgendwie geht. Das lief jetzt. Das waren 1 gegen 1. Er hat einen Punkt von mir, ich habe einen Punkt von ihm. Hätte besser ausgehen können. So, Triple Banana lege ich mal hier so hin. Man kann sich, glaube ich, auch selber verletzen hier, ne? Im Vergleich zu Mario Kart Wii. Mario Kart Wii kann man sich im Battle Mode ja nicht verletzen. Das war aber auch ein bisschen nervig. Okay, Bauchoms lege ich immer als Mine in die Mitte, aber hat in diesem Fall nichts gebracht. Okay, 2 Green Shells. Der hatte Schutz. Da bin ich zum Glück noch schnell weggekommen. Und womit habe ich das jetzt? Den jetzt getroffen? Weiß ich auch nicht. Aber ich klaue mir da mal kurz deinen weißen Ballon, ne, Inkling? Das geht nämlich auch mit der Feder. Nicht nur mit Pilzen und Sternen, ne? Mal so nebenbei angemerkt. Da muss man zwar viel, viel besser timen und der Gegner kann gut verteidigen dabei, aber es geht. Damit habe ich jetzt ein Leben mehr, das heißt, ich bekomme nicht so schnell Punktabzug. So, ab in die Mitte. Bananen hinlegen. Fährt irgendjemand meistens drauf rauf und ja, da hat er sich sein Ballon wiedergeholt. Das fand ich jetzt nicht so nett. Und ich habe ein Wedge Shell. Die ist sehr wertvoll. So, damit habe ich ja auch gerade Bowser ausgeschaltet. Minute ist noch und ich bin mit 7 Punkten in Führung. Und da ich noch 3 Treffer aushalten kann, was war knapp, kann ich jetzt hier auf volles Rohr auf Risiko fahren. Natürlich, natürlich, ich habe einmal ein gutes Item im Sinne von den der Feuerblume. Und dann wird es mir instant von dem Buhu geklaut. Instant. Nicht nur eine halbe Sekunde vorher, dass der eine Banane oder einen Panzer da kriegt von meinen Triple-Dingern da, was ich da hatte. Meine Fräse. Betrug, Betrug. Okay, wieder was Gutes. Damit kannst du ja übelst reinspammen halt. Und triffst damit eigentlich fast immer ein. Ich jetzt komischerweise nicht. Okay. Und Wedge Shell. Wedge Shell, damit gehe ich jetzt auf dich da vorne. Tschüss, Yoshi. Und Bowser erwischt. Und ich wurde vom Baby Daisy erwischt. Und ich hätte gerne einen Ballon geklaut, aber ist egal. So, 4 Sekunden noch, 2 Leben. Da kann ich nicht mehr sterben. Dann ist es egal. Sehr schön, dann habe ich auch insgesamt gewonnen mit 46 Punkten zu 29 auf Platz 2, genau. Das passt auf jeden Fall. Das war's auch von Mario Kart 8 Deluxe. Man sieht sich bei Mario Kart Wii Custom Cracks. Bis dann, ciao.